Was geht ab, meine kleinen Rice? Hier ist Raimi. Ihr habt richtig gehört, hier ist Raimi und seid hier auf dem krassesten Rundum-Musikkanal, den es überhaupt gibt. Ihr habt richtig gehört, überhaupt auf der ganzen Welt, auf dem ganzen Universum, in den ganzen Universen, besser gesagt. Und ja gut, was soll ich anderes behaupten? Denn ich habe schon gesagt, dass ich habe schon angekündigt, dass ich Verlosungen starten werde, wenn wir bei den 100.000 Instagram-Followern sind. Da geht es um eine Produktion. Ich sag's jetzt einfach. Es geht um eine Produktion hier im Studio mit mir. Song wird auch noch geschrieben, wenn ihr wollt. Es sei denn, ihr habt schon was mit. Kann man da auch umschreiben, anpassen, sonst irgendwas. Aber das ist ein Großziel, das ich mir gestern aufgeschrieben habe, dass ich das machen möchte. Bei 100.000 wird das verlost direkt an die Leute. Das Ding ist, das ist etwas, das kann man halt mit so einer Sache wie ja, irgendwas Materiellem wie Fernseher oder Playstation oder Staubsauger oder schieß mich tot, kann man das einfach nicht aufwiegen, ja. Und ich dachte, ich will da wirklich was richtig Geiles machen, wo es auch wirklich einen krassen Mehrwert gibt. Und wir alle dann was davon haben, ja, und auch als Community, weil dann gibt es einen ganzen Song, vielleicht macht man sogar noch ein Video dazu, ja, je nachdem, wie groß der ganze Gesamtaufwand ist. Und veröffentlicht das und alles drum und dran und wird das Ganze dann wirklich hier groß gestalten. Ich sag mal, ey Dana, mir fällt gerade auf, das ist ja so quasi castingmäßig, die SDS. Oha, ja. Das heißt, ich könnte... Ich mach mein eigenes DSDS hier auf YouTube, Alter. Gibt's das schon? Das gibt's doch gar nicht. Nee, gibt's nicht. Das ist so eine geile Idee. Das mache ich. Da müssen wir aber noch einiges an Zahlen erreichen, damit wir hier nämlich auch einiges an Lärm machen können und Aufmerksamkeit schlagen, hier als Community zusammen, weil das wird nämlich wirklich für Furore sorgen. Das wäre echt eine gute Idee. Da kann ich nämlich, die Leute können wir dann zusammen in der kleinen Jury rauspicken. Ich kann mir dann noch einen Spezialisten dazu suchen, der auch aus der Musikbranche kommt. Ja, das wäre echt eine geile Idee. Und dann mit Dana als Fashionista und Beauty-Dame. Ja, wir können echt einen YouTube-Rahim DSDS machen. YouTube sucht den YouTube-Star. Das wäre doch eine geile Idee. Und dann hier eben die ganze das Songwriting, Produktion, Performance-Video und so weiter. Das kann man ja alles hier dann eben im Studio machen. Die Möglichkeiten sind da. Videos habe ich auch schon gedreht, drehen lassen. Kellys Clickbait-Video zum Beispiel habe ich komplett selber da die Konzeption gemacht, das Team zusammengestellt, saß da wirklich in der Planung noch mit drin, habe den DOP gemacht, also Director of Photography und so weiter und so weiter. Wir haben das Set aufgebaut und selbst in der Postproduktion habe ich die ganze Zeit dann den Cutter dirigiert, was er machen soll und so weiter. Also, ne? Und zum Beispiel das Island-Video von Jeremy Grube, Nie Nie Mehr hieß der Song. Nicht nur, dass ich den Song produziert habe, komplett komponiert und auch noch, ja, ich sag mal, co-geschrieben den Text. Zusammen mit Jerry habe ich da das Video auf Island produziert. Also ist jetzt nicht so, dass wir da nicht schon ein paar Aktionen gestartet hätten. Dafür gibt es nämlich auch direkt ein Abo für mich. Vielen Dank. Der hat das einer gerade hier mental übertragungsmäßig gehört und hat sich gedacht, gut, da muss ich den jungen Mann abonnieren, denn aber ich mache, das ist aber wirklich eine große Aktion, oder? Vor allem, wenn ich für jemanden einen Song schreibe und produziere und alles, das können wir echt bei 100.000 Instagram erst machen. 100.000. Ja, weil das ist wirklich schon das. Also da werde ich wirklich jemanden aussuchen bei 100.000. Das ist zwar noch lange hingeblasen, aber ich weiß, das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Wann ist die Frage? Ja, ich glaube da fest aber an euch. Aber das wird sich lohnen. Ja, ich meine, es fängt jetzt schon an, quasi. Sowieso habe ich meine Augen und Ohren sowieso immer offen, wenn ich Talente sehe und entdecke. Aber bei 100.000 werde ich dann definitiv jemanden da raussuchen und da eine fette, fette Aktion dann starten. Sehr geil. Okay, so. Jetzt kommen wir aber zum Song. Wurde sich gewünscht von den 21 Pilots. Ist jetzt nicht die aktuellste Nummer, aber ich gehe auf eure Wünsche ein und höre mir und gucke mir da einiges an. Ich kenne den Song natürlich schon. Ich habe den tausendmal im Radio gehört. Ja, ich höre Radio eben aus den Gründen, um zu hören, was denn die Welt bewegt. Man sollte das Radio als
meinungsgebendes Medium nicht unterschätzen, so wie Rammstein das auch schon letztens besungen hat in dem Video Radio, in meinem Radio. Ja, das ist, gilt heute noch, dass es Radio trotzdem noch sehr wichtig und meinungsgebend ist, auch in der Musikbranche. Trotz der ganzen Stream-Geschichte und so modern wir eben auch sind, ist das Radio wirklich nicht zu unterschätzen. Und immer wenn wir hier hin und her fahren mit dem Auto, läuft das Radio bei uns ganz oldschoolig. Ja, ich habe da auch ehrlich gesagt nie Bock, eigene Musik anzumachen, weil das kann ich ja hier im Studio machen. So, genau, 21 Pilots mit Chlorine lief wirklich viel im Radio und hören wir uns jetzt an. Das war ein langes Intro, oder? Ja. So ein Funkdurchsage. Wir hören links die Drums. High gecuttet, ganz auf links. Noch. Geil. Ich habe den halt auch noch nie so analysiert, muss ich sagen. Ich habe halt auch wirklich nur konsumentenmäßig die ganze Zeit im Radio gehört und irgendwann ging er mir auf den Sack, ehrlich gesagt, weil er so oft lief. Aber jetzt wird es interessant, das wirklich auch mal auseinanderzunehmen, weil es ist eine gute Nummer. Wir hören eben als Intro die Drums links und irgendwas so ein Basslaufmäßig. Und dann... Die Stimme, man hört halt ein Main Vocal vorne relativ hoch, aber auch eine tiefere Harmonie. Die ist auf rechts-links gemischt, aber nicht hart, sondern etwas. Also nicht komplett nach rechts-links, sondern es, man kann noch dazwischen mischen quasi. Also wenn man sich das irgendwie so vielleicht vorstellt, kann man sich das ja... Muss ich das jetzt aufzeigen? Ihr versteht mich. Also wenn es jetzt so wäre, dass man das quasi sich komplett so anordnen kann, bis man komplett an einem Stück in der Mitte gelandet ist oder eben so. Ja, theoretisch, ja, virtuell, sagen wir mal, geht es sogar, dass man Dinge, die Soundquelle auch hinter sich platzieren kann. Gibt es auch Plugins für, wird dann irgendwie so simuliert, dass es dann so klingt, als ob es hinter einem sei. Halt wirklich ein klassisches Drumset zu hören, klingt sehr voll, sehr wenig Raum. Ne, ein Bassinstrument, was auf jeden Fall Synthesizer-mäßig da die Grundtöne als Teppich drunter legt. Ja, war eben die Hook jetzt am Anfang und ein ganz kleiner, ruhiger Drum-Fill-In, nicht zu stark. Geil, geile Effekte, die müsste eine Gitarre sein, die wir rechts dann da einmal kurz reinjammen hören. Ja, ich habe noch nie das Video gesehen, fällt mir gerade auf. Ja, da hört man hier, dass ab hier dann wieder diese tiefere Stimme reinkommt als Harmonie auf die Main Vocal. Ja, also wir hatten eben Hook, Verse, dann ja vermeintlich Pre-Chorus, der hier eingeleitet wird, allein schon eben mit dieser tieferen Harmonie und dann aber eher so liegende Instrumente dann gespielt werden, die so ein bisschen das jetzt so harmonisch andeuten sollen, dass es eben woanders hingeht. Noch liegende Töne, die Drums spielen fast nur noch die Becken.
Ne, und dann wird alles gekillt. Wirklich alles, bis auf die Vocals, die dann eben die Line singen und dann geht's los. Ah, krass, das Klavier, ja. Dieses, was immer so einen geilen Run hier reinmacht. Richtig nice. Nice. Es ist ja eigentlich vom Beat her gut minimalistisch, aber trotzdem ist halt alles genügend da und treibt gut vor. Oh, 2 plus, ah ja, ist krass geil, Mann, danke. Du bist dabei, du bist dabei. Ja, aber es ist eben alles da und es, ne, das ist halt so, das macht wieder so eine internationale Produktion aus. Es ist halt wirklich on point. Auch hier die Vocals, man hat trotzdem sein Main Vocal unisono, aber auch nochmal rechts, links relativ leicht reingemischt und so einen anständigen Raum gegeben, aber nicht zu stark. Das wirkt dann sehr voll, ohne dieses Überding zu sein. Auch immer so Vocal-Hits dazwischen, die ist oh, oh. Das ist mir auch im ersten Verse auch schon aufgefallen. Wir sind jetzt im zweiten Verse. Da ist immer auf die erste Snare so ein Resolution. Wie heißt das auf Deutsch? Oder auf Englisch? Ja, man kann entweder sagen, ein Bitcrusher. So, jetzt ist mir eingefallen. Ich habe gestern schon bei dem Video die ganze Zeit überlegt. Bitcrusher, wo einfach die Auflösung des Signals runtergeschraubt wird von, je nachdem wie viel es war, 16, 24, 32 oder 64 Bit. Kann alles gewesen sein, aber eben habe ich schon mal erklärt, dass man seit dem CD-Zeitalter bei 16 Bit so einen Standard hat. DVD erfahren gerne eben 24 Bit und man kann da aber in den Aufnahmen noch höher gehen. Das menschliche Ohr kann da aber nicht mehr unterscheiden. Es hat aber einen Vorteil in der Produktion, weil man da eben, wenn man Dinge moduliert und so weiter, kann man durch die höhere Auflösung einfach nochmal mehr Sachen machen, ob das jetzt Time-Stretching-Geschichten sind oder sowas ähnliches, kann man da nochmal einiges mehr rausholen, einfach weil die Density sozusagen, die Dichtheit des Signales viel höher ist, als wenn man so ein 8-Bit-Signal zum Beispiel hat. So, und da ist hier auf jeden Fall ein Becken drin, wo es so klingt, als ob da ein Bitcrusher nennt man das dann. Da wird die Auflösung runtergeschraubt, kann man manuell machen von 16 auf, ich glaube, da muss man nicht mal einen großen Schritt machen. Wenn man so auf 12-Bit oder 10-Bit ist, hört man schon einen riesen Unterschied, wie das klingt. Wenn das 8-Bit sind, dann sind wir in komplett anderem Genre schon, so aller Spielekonsolen, Gameboy Music, das ist ein eigenes Genre. Nur auf die immer am Ende. Nur die, es war im ersten Verse auch. Also kommen die so ein Bläser noch rein. Linkes Ohr. Wichtig, Leute, benutzt Kopfhörer, wenn ihr diese Reactions schaut und wundert euch nicht, warum ich so oft anhalte, weil es eben Analysen sind und auch wegen den Copyright-Claims auf YouTube. Ihr könnt die Originalvideos unten in der Beschreibung finden, damit die Leute auch, die Artists, die Creator, ihre Klicks kriegen. Und benutzt gute Kopfhörer. Wenn ihr keine habt, dann guckt unten in der Beschreibung, sind auch verlinkt jetzt neuerdings, weil ich so oft Fragen bekommen habe, welche Kopfhörer ich denn benutze. Die Kopfhörer, die ich benutze, sind diese hier, die sind unten verlinkt. Das sind Studio-Kopfhörer, das ist wirklich ein Standard. International in jedem Studio werdet ihr diese Kopfhörer Minimum einmal finden, Minimum. Kann ich euch garantieren, weil die einfach sich über die Jahre etabliert haben als die Standard-Studio-Kopfhörer. Dadurch, dass sie einfach wirklich das neutralste oder die neutralste Wiedergabe haben, die man sich so vorstellen kann, in einem noch bezahlbaren Rahmen, sage ich mal. Es gibt natürlich Kopfhörer, die da nochmal das, da streiten sich dann auch wieder die Geister und so weiter und so weiter, aber laut Messungen sollen die halt gut sein und noch eben bezahlbar in einem angenehmen Bereich. Ich glaube, aktuell kosten die auf Amazon irgendwie knapp 120 Euro.
Aber ich sage euch, es lohnt sich. Die Verarbeitung ist wirklich, wirklich unfassbar gut. Man kann die auch nicht vergleichen mit irgendwelchen Beats-Kopfhörern, die ja das Doppelte kosten. Das sind wirklich Kopfhörer, die, wenn ihr Audiophile seid, dann werdet ihr es verstehen. Oder ihr habt wahrscheinlich sogar schon welche. Das kann man damit nicht vergleichen. Die könnt ihr wirklich auch zum Mixing benutzen. Wenn ihr ein Home Recording macht oder sowas, könnt ihr die auch zum Mixing, zum Mastering benutzen, aber eben auch zum Abhören oder zum Recording und so weiter. Aber auch als einfacher Handynutzer und Tablet-Nutzer oder Laptop-Nutzer könnt ihr die auch benutzen. Wichtig nur, es gibt verschiedene Modelle. Ja? Guckt euch das genau an. Da gibt es ein 32 Ohm-Modell, 80 Ohm-Modell, 250 Ohm-Modell. Unterschied ist einfach der Widerstand. Umso höher die Ohmzahl ist, umso höher ist der Widerstand. Im Endeffekt kann man, ja, sag ich mal, Milchmädchenrechnung sagen. Und wenn ihr dann eben so ein kleines Gerät habt wie ein Smartphone oder ja, vielleicht auch so ein Ultrabook oder ein Tablet, Laptop mäßig irgendwas, da sind die Kopfhörerverstärker nicht so powerful und deswegen braucht man eher was mit einem niedrigen Widerstand, das heißt mit einer niedrigeren Ohmzahl. Ja, das, also 32 Ohm bietet sich bei Smartphones einfach an. Da ist aber wieder die Geschichte, die geben das nicht so linear wieder, ja, wie jetzt die 250 Ohm, hat auch wieder irgendwelche hochtechnischen Gründe, die ich hier wahrscheinlich nicht mal gut wiedergeben kann, aber die sind trotzdem in einem Bereich, wo man sagt, ey, das, die sind wirklich Referenz-Kopfhörer. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Begriff. Die werden wirklich benutzt von großen Leuten, von internationalen Produktionsteams und so weiter, die wirklich als Referenz benutzen. Ja? Also wenn es auf den Kopfhörern, kann man die abmischen, wenn die da gut klingen, wenn einem da irgendwas auffällt, dann stimmt irgendwas im Mix nicht, im Master nicht, in der Produktion nicht, im Gesang nicht und so weiter und so weiter. Wirklich, kein Scheiß. Ist wirklich kein Scheiß. Links unten in der Beschreibung. Schön, wie die Trompete, ja, Trompete wahrscheinlich hier zusätzlich dann immer auf dem linken Ohr spielt. Ja, die gibt dem Ganzen dann irgendwie nochmal so ein bisschen, und eben auch vom Mix her halt interessant, die gibt dem Ganzen dann eben so ein, ja, nochmal so ein bisschen mehr, aber ohne zu viel, weil die Mix echt weit hinten ist. Jetzt sind wir wieder im Pre-Chorus. Man hört da sowas sehr, irgendwie sehr viel Raum. Ich weiß nicht, ob das ein Chor ist, der da singt. Ja, es ist ein Chor, der eben nochmal hier diese Gesangsmelodie singt von dem Frontmann. Ja, dieser singt dann ganz, werden wahrscheinlich einige Stimmen gewesen sein, mehr als vier oder acht sogar mit Harmonien, aber eben sehr viel, sehr viel, sehr viel Raum, so dass man das dann kaum noch deutlich versteht. Es ist relativ diffus, muss man sagen, und dann leicht reingemischt. Ne? Also man hört es eigentlich nur, wenn man krass drauf achtet. Sonst hat man nur das Gefühl, es kommt gerade irgendwie nur Raum dazu. Es sind sogar Harmonien noch. Ja. Okay, ab hier hört man die Gesangslinie, die im Hintergrund läuft, sehr deutlich sogar. Ne, da hört ihr im Hintergrund diese, die sind komplett auf rechts, links gemischt. Sag mal, hast du das Video schon mal gesehen? Da ist so ein süßer Gnom drin. Nein. Ich hab. Weiß ich nicht, die haben da irgend so ein CGI gemacht, so ein kleiner, fetter, süßer Gnom. Butch, ja, sieht aus wie Butch. Oh, oh mein Gott, ja. Ich will's haben. Ich hoffe, es macht nichts Böses. Weil ich bin jetzt erst noch nicht im Video. Oh. Ah, krass, okay, stimmt. Sie gehen gar nicht dann hier in den Chorus, in den Refrain rein, sondern haben wir dann nochmal einen Verse-Part. Jetzt hat ein cooler Effekt drauf, der so gedoppelt ist. Also die Stimme gedoppelt. Cool. Hier
Hier werden dann die Doubles immer mit diesem selben Effekt auf der Stimme dann gedoppelt. Wenn du mithören willst, kannst du. Ah, ist komplett eine tiefer gepitchte Stimme jetzt die ganze Zeit sogar zu hören. Auch interessant, ja. Ich habe den Song irgendwie anders in Erinnerung. But now you double as a paper maker. I despise you sometimes. I love to hate the fight. And you in my life is like sipping on straight chlorine. Let the vibes slide over me. This beat is a chemical. Beat is a chemical. When I ja, jetzt sind wir im Refrain. Da war jetzt nichts Auffälliges. Da war nur ein kurzer Break, wo die Stimme. The lead is terrible in flavor. Bei dem Flavor, da bekommt er dann eben diesen Delay, diese Verzögerung mit dem Hall drauf. Das ist ein cooler Breaking Point im Song. Ah, da sind so viele Sounds drin, die aber relativ weit hinten im Mix drin sind, das Ganze aber nochmal so unterstützen, ohne es zu voll zu machen. Hier ist so ein bisschen alarmmäßig, was so relativ stark rechts zu hören, aber ja, relativ stark, also sehr leise sogar. Hört man genau hin. Ja, da ist mal kurz die Kamera ausgegangen, weil ich natürlich viel zu viel gequatscht habe. Ah, okay, okay. Da sind einmal ein Chor, die singen und dann noch dazwischen sogar richtige Adlibs. Was singt er da? The Chemical? Nee. Was singt er da? Aber das singt er ja auch im Chor, im Refrain. Ja. Da ist sogar so ein, wie so ein. Fast Scratch-artig mit den Drums da. Krass. Es ist so, als ob da jemand irgendwie nuschelnd noch im Hintergrund den Chorgesang singen würde. Das haben die sehr leise hier hinten noch reingemischt. Ich verstehe die Worte dazwischen hier, in the fire oder so. Hier so ein richtiger Schrei im Hintergrund, sehr leise. Also wir hören wirklich nur ein harmonisches Instrument. Oh, plus zwei, danke. ihr seid dabei. Ein harmonisches Instrument, das eben hier die Akkorde setzt. Und aber auch in Gesangs, ja, Chor. Und eben die Main Vocals. Das war ich ganz kurz zwischendrin. Can you build my house?
Jetzt klingt so, als ob wir komplett verlangsamt werden im halben Tempo des ganzen Songs. Es ist ein sehr langer C-Part tatsächlich, aber der Text ist halt auch sehr, ja, sehr deep und sehr rhetorisch aufgebaut. Relativ untypisch für so Mainstream-Songs heutzutage, aber da sieht man, dass das halt trotzdem noch funktioniert. Ne? Also finde ich halt echt geil. Kommt hier echt nochmal was drüber, was da die Topline. Es klingt so ein bisschen wie ein synthetischer Streicher. Und eben wirklich jetzt den Hook-Text, Chorus-Text, Refrain-Text. Danke, du bist dabei. Der komplett eben nur rechts und links zu hören ist, mit ja, aber gelayerten Stimmen, also mehrere Stimmen übereinander aufgenommen. Geiler Effekt noch am Ende hier auf die Percussion. So Flanger-mäßig irgendwas. Ja, das Video war jetzt so lange. Ich glaube, ich muss jetzt einfach ein rabiates Ende finden, weil das echt so lange. Ich meine, der Song geht einfach auch recht lang. 5:23 und ich habe so viele Infos gedroppt. Ich denke und hoffe, ihr habt was gelernt und lasst es mir bestimmt sicherlich auch gerne wissen in den Kommentaren. Sonst, wenn es dann noch Background-Infos zu dem Video gibt und der Message zu dem Gnom da drin oder was auch immer das da darstellen sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich war jetzt so sehr auf die Musik wieder konzentriert, dass ich das nicht so ganz verarbeiten konnte. Ansonsten, ja, lasst es gerne auch mich wissen in Form von Abos, wenn es euch gefallen hat, und ich würde sagen, bis zum nächsten Video.